Als nächstes werden wir uns erstmal hier um diese Geiselrettung kümmern. Eine Fischfarm wird angegriffen. Die Royal Army stiehlt alle Nahrungsmittel, die sie findet. Wenn die Soldaten alles geplündert haben, benutzen sie die Geiseln als Zwangsarbeiter oder töten sie. Befreie sie, bevor es dazu kommt. Ja, gut. Meine Familie haben sie auch. Bitte, ja, also. Du musst sie retten, sonst tut es weh. Ich mach das schon. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, glaub, dann, ne? Ich glaube, das habe ich, das sage ich bisher in, bei jeder Geiselrettung. Wenn, ja, wenn sie sterben, dann sterben sie, ne? Was war denn das gerade? Komm, ich sag nichts. Ja, ich finde schon mal richtig Bombe, dass wir hier das erste, die erste Festung von, Geplöer, also ja, die, von den Pyramiden, also hier von, ne? Dass wir die schon mal eingenommen haben. Ich finde es echt Bombe. Das fällt mir richtig gut. So. Komm, einmal landen in Judas. Sehr schön. Frage ich mich geil, warum ich da getroffen wurde. Was will denn das? Also ich habe auch Gefühle. War der Timer jetzt eigentlich wieder neu gestartet? Yeah, habe ich gemacht. Geile Scheiße. Freue mich. So, haben wir kurz den, ne? So, okay, also alle Geiseln sehe ich schon mal. Das wird aber nicht einfach. Also. Ach, denn hier ist auch noch einer. Mhm, das war Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Geil! Also, ja, wunderbar. Dass es jetzt so leicht wird, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich hatte irgendwie schon so die Vermutung, dass ich eventuell von irgendeinem Typ sie gesehen werde. Aber nice. Das, also, das finde ich gut. Ich kann dir nur das hier geben. Ich danke dir. Oh ja, ist gut. Nimm das für unsere Rettung. Geisel zu retten ist ein guter Anfang, Bruder. Das heißt, weniger Zwangsarbeiter für Pagan und weniger Lösegeld für seine Kriegskasse. Ich versuche natürlich alle Geiseln zu retten, mein lieber Sabal. Bitte, schneid uns los, bitte. Mensch, Kollege, ich bin noch da. Ich mach mal, ne? Bitte, nimm das. Immer alle. Das ist ja alles, was ich habe. Nimm es, bitte. Was wird das denn da? Also normalerweise hättet ihr auch die Geiseln retten können, wenn ihr da jetzt schon so auf dem Präsentierteller steht, ne? Also gestanden haben tut. Finde ich ja jetzt ein bisschen scheiße. Die andere Leiche ist weg. Okay. Gut. Ah, hier ist noch einer. Hallo. Hatte ich den schon gelootet? Achso. Na gut. Okay. Hey, ich sag nichts. Alle tutti. So. Ja, die könnten wir eigentlich auch gleich mal so gedingsen. Aber jetzt gehen wir erstmal hierhin zurück. Und ich werde jetzt erstmal einen Schluck trinken, Alter. Das geht ja gar nicht. Du hast meine Familie gerettet. Und da ich nicht weiß, wie ich dir sonst danken kann, bleibe ich beim goldenen Pfad.
Das ist eine gute Sache. Das, also das, ne? Also das finde ich gut. So. Wahrscheinlich wird sich meine Stimme in der nächsten Zeit weiterhin kratzig anhören, aber egal. Hier geht es um pure Geschwindigkeit. Fahre durch die Checkpoints, erreiche die Ziellinie mit Stil und zwar so schnell wie möglich. Je schneller du die Ziellinie erreichst, desto größer fällt dein Anteil auf die Einnahmen aus. Okay. Ja gut. Kann man ja machen, ne? Du wirst fantastisch sein. Wenn du kannst, spritz etwas Schweiß oder Blut auf deine Kamera. Mhm. Das sieht cooler aus. 30 Checkpoints. Das kann was werden. Wie gesagt, ich weiß aber noch nicht, ob ich jetzt wirklich alle Rennen davon machen werde. Aber ich sag mal so, es sind ja die Aufgaben damit bei und das Überleben, das müsste ich ja eigentlich auch noch machen. Also bei diesen blauen Aufgaben jetzt, ne? Danke. Weißt du, ich mache hier wichtige Rennen und du störst mich jetzt. Das geht nicht. Finde ich nicht okay. Ne? Ich werde das bei der Formel 1 melden. Ja. Aber das könnt ihr nicht machen. Das ist internes Geramme. Auf mich. Ja. Was habe ich euch gesagt? Ihr sollt zur Seite gehen. Wenn ihr das nicht macht, dann, ne? Dann kann ich es nicht ändern. So, das ist... Oh geil! Gold! Gut! Warum nicht? Nochmal 31.000 Rupien für mich. Nice! Freut mich! Das, also das gefällt mir schon mal. Das finde ich sehr nice. So. Warte mal, dadurch, dass es ja... Ah, warte mal, das müsste ich mir wahrscheinlich auch aufschreiben, welche ich jetzt, also welches Rennen ich jetzt hier beim Dingens erledigt habe und was nicht, ne? Ich glaube, das wäre das Beste, was ich machen kann. Warte, jetzt brauche ich hier erstmal mein schönes Notizbuch. Und werde mir das hier gleich mal so... Also ich mache das hier mal kurz in der Aufnahme, ne? Also... Rennen... Fahr... Krech... Vier! Ey, voll geil! So. Also... Wasche... Kot! Rennen. Das ist erledigt. So, und es waren, glaube ich, die gesamten 9 Rennen, die wir jetzt gedingsten müssen, oder? Oder hatte ich da jetzt falsch geguckt? 9 Rennen und 9-mal überleben. Na, das kann ja heiter werden. Heiter Vorbereiter. So. Ja gut, dann würde ich sagen... Gucken wir erstmal, dass wir hier die zweite, also die erste Dingsmission hier von Shangri-La erstmal gedingsen können. Weil dann hätten wir das dann auch schon mal erledigt. Und da wir jetzt gerade sowieso hier in der Nähe sind, hier kommt Leute. Ich entscheide das jetzt einfach so, dass das wird es gemacht und gut ist. So. Das wird jetzt einfach so von mir, von mich, ne? Also hier von Micha, also von mir, ne? Wird das jetzt entscheidet. Also, ne? Ich hab jetzt so gedingst. Und da kann sich keiner gegensetzen. Also gegen entscheiden. Und wenn doch, ja gut, dann müsst ihr jetzt abschalten. Tschüssi! So, ihr seid ja immer noch da. So,
Ich wollte schon die Aufnahme beenden. Ja, also gerade so im Dings hier, ne? Weil, ne? Muss ja nicht sein. Setze deine Reise durch Shangri-La fort, indem du das nahegelegene Tanga findest. Ja, Tanka findest, die nach einem Pfad um, der zu einem Tempeleingang führt. Alles klar. Darf ich noch eben landen oder muss ich sofort hier rausspringen? Nein, Fahrhilfe will ich auch gar nicht. Ich möchte keine Fahrhilfe, nein! So. Sehr nice. So, also irgendwo muss hier ein Tempeleingang sein. Ist das vielleicht hier unten? Könnte möglich sein. Weil das liegt ja auch hier weiter unten, dieses Tanker. Pass mal auf. Wir werden uns jetzt hier einfach mal ganz kaltblütig und kaltmütig, was rede ich eigentlich gerade, hier runter grinsen, ne? Oh yeah. That is very nice. Ich glaube, da haben wir sogar das Ding schon gefunden, oder? Oh Gott. Wow. Oh. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Ich wollte nur mal eben das Ding mitnehmen. So, aber den Dingens hier haben wir noch nicht gefunden. Aber das scheint ja noch ein bisschen weiter unten zu sein. Also gehen wir noch mal ein bisschen weiter runter. Ich möchte eigentlich nicht nass werden. Wo ist denn das? Hatten wir hier oben noch eine Kiste? Mal gucken, ob ich da eventuell so dran kommen würde. Ich probiere es einfach mal. Na, nee, das... Nee. Lassen wir lieber. Das machen wir. Das machen wir auf dem einfachen Weg. Beziehungsweise auf dem Weg, wo man eventuell auch über... Ich glaube, es hackt. Aber immer so einen komischen Fisch brauchen wir ja sowieso noch. Moment. Haben wir das? Ach hier. Wollte gerade schon sagen, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden. Toll. Ja. Toller, es war ein toller Einblick hier in die Waffe. Wunderbar. Wo ist der Fisch? Da kann ich ja. Oh, ich glaube, der Fisch ist tot. Geil! Sehr nice. Wo komme ich mal eben raus? Ich würde aber sagen, die Kisten, die holen wir auch noch, ne? So, auf jeden Fall können wir jetzt erstmal das, ne? Das machen wir auch noch mal eben. Hier, viermal Tigerfisch haut. Und jetzt brauchen wir da nur noch das Fell des Geisterbären. Sehr schön. Das ist gut. So. Ja, jetzt da noch einmal Schneeleopardenfell, dann haben wir da das zweite Ding. Und dann fehlt da noch eine, ich weiß jetzt nicht, was da für
Tierfälle gesammelt werden müssen. Und dann brauchen wir wirklich nur noch die Kyrat Fashion Week. Und dann haben wir wirklich alles zusammen. Das ist cool. Das gefällt mir sehr, 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 sehr. So, wir gucken nochmal eben hier nach den Kisten. Kisten. Ach, guck mal. Komm, du erkriegst schon nicht. Also hier, bleib mal ein bisschen schmeidig, ne? Oh, die ist aber sehr gut versteckt gewesen. Also die ist echt gut versteckt. Glaube ich ganz gut, dass wir die jetzt schon mal hier gedingsen. Also, ich würde... War das letzte Mal auch schon so? Diese komischen Stimmen, die ich in meinem Kopf gerade höre? Oder ist das jetzt nur bei mir? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, wir legen los. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Das ist schon mal schön. Oh. Nähere dich dem Sucher. Oh. Den hier vorne, oder was? Okay. Shangri-La, der Bogen. Halte rechte Maustaste und... Was? Und linke Maustaste, um die Zeit zu verlangsamen. Die Zeit wird verlangsamt, bis die Anzeige leer ist. Die Anzeige füllt sich automatisch, wenn sie nicht benutzt wird. Okay. Kann ich dann trotz dessen schießen? Weil normalerweise mit rechts visiere ich ja an und mit links schieße ich dann, ne? Warte mal. Also erst wenn ich den Bogen anspanne. Okay, nice. Finde ich gut. Das gefällt mir. Und da füllt sich die Anzeige wieder auf. Das ist nice. Das finde ich cool. Sehr nice. Den ersten haben wir schon mal. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich arbeite mich hier so ganz langsam durch, ne?
war ganz toll. Also Tigerwesen sind richtig gut, ey. Bin so richtig drauf. Nein, eigentlich nicht. Also vielleicht hast du es drauf, Tiger, aber ich bin ein totaler Spacko. Spacko-Fatz. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Mach los, ey. Sehr schön. Vorne sind jetzt aber keine Dämonen. Hm? Doch, hier ist noch einer. Ohne Moment. Hi. Na? Aber voll in die Fresse. Na, ja, war eher der Bauch, aber egal. Entschuldige, mein lieber Tiger, den habe ich gerade nicht genutzt. Also, ne? Ich habe nichts gesagt. Aber bei ihm geht es Gott sei Dank auch wieder auf. Gott sei Dank. Ich wollte mir gerade schon hier Gedanken machen, wie ich jetzt ohne den Tiger zurechtkomme. Aber ich weiß ja Gott sei Dank vom letzten Mal noch, dass der dann, na, so ich glaube, 30 Sekunden später wieder zurückspawnt. So, wahrscheinlich jetzt sehr hoch. Machen wir das mal. Was sagt der Timer? Muss ich mal ganz kurz gucken. 7 Minuten haben wir noch, wunderbar. Hier, es wird hell. Ich hasse Sonne. Boah, Alter, das sieht so nice aus. Geil. Also da haben die echt gute Arbeit geleistet hier. Auch wenn das jetzt für manche Leute vielleicht nichts Besonderes ist, aber ich finde einfach die Atmosphäre hier, also besonders hier in diesem Bereich von Shangri-La, also, ist einfach herrlich. Markiere einen Gegner und drücke in den Tier auf. Ja, ja, ich weiß. Ja. Sehr schön. So, da irgendwo müssen wir hin. Na, frei, mal gucken, ob wir das hinkriegen, wa? Hey, Tiger, ein bisschen zu kalt, ne? Aber. Sehr nice. Ja. Was? Was ist? Ihr könnt gerne mit mir sprechen. Auch wenn ihr Dämonen seid. Also ich... Leute, ich habe immer ein offenes Ohr für euch. Aber immer wieder...
bin ja so einer, der hält sich nicht zurück. Auf einmal, da unten ist ja noch einer. Hi. Ja, ich wollte dich gerade umarmen, aber du wolltest mich angreifen, ne? Also, ich musste jetzt Prioritäten setzen, es tut mir leid. Ist das hier? Oh. Okay. Ja, mach ich. Schmackes! Vielleicht, dass das jetzt hier über die Portale so geht. Okay. So, lass mich raten, jetzt müssen wir hier raus, oder? Es könnte sein, dass ich falsch lag. Hallo? Wie hält denn der aus, sag mal? Das geht jetzt aber ein bisschen zu weit, ne? Eieiei. Der kann mich von da hinten treffen, aber ich ihn von hier aus nicht. Natürlich. Ach komm. Ach, der greift jetzt gerade hier von den Dings an. Ja, hier, Kumpel, mach den da hinten mal weg. Natürlich. Oh Gott. Hi. So, ich würde mich jetzt übrigens sehr freuen, wenn wir uns mal um diesen komischen Typ da drüben jetzt erstmal kümmern könnten. Oder ist er schon weg? Vielleicht ist er auch schon besiegt. Ich weiß es nicht. Vielleicht war ich das jetzt auch gerade. Also, das war aber ungewollt dann. Also das ist dann sehr ungewollt gewesen, weil ich wollte jetzt eigentlich diesen großen Zug erstmal bedingsen. Erreiche die Glocke der Erleuchtung. Na klar. So. Wo ist denn hier? Ach, da. Gesehen, Kumpel. Das eben nicht. Ja, wunderbar. Der Timer meldet sich
auch gerade. Perfekter Zeitpunkt.